Jo Leute, willkommen zu Minecraft Let's Play World, dem ersten Part. Ich begrüße euch ganz herzlich. Meine Idee ist Let's Play World, nennt sich das. Ihr schickt mir eine Map, also als Level gemacht, also ein Level, das auch ein Ende hat. Und ja, das ist schon die erste Map nach einem Tag eingeschickt von Windrider. Es gibt Regeln. Wir dürfen nichts abbauen, zum Beispiel die Truhe dürfen wir nicht abbauen. Cobblestone haben wir gefunden. Und ja, wer immer, wenn wir so ein Noting sehen, dann können wir eine Note lesen. Ich werde diese Notiz, also die waren halt mit dabei, die Notizen, ich werde sie nur lesen, wenn ich nicht weiterfinde. Wenn ich nicht weiter weiß bei so einem Dings. Und hier ist schon meine Tür. Da kommen wir nicht durch. Ist hier irgendwas im Ofen? Nein, ist nichts im Ofen. Ist hier irgendwas im Ofen? Nein, ist nichts im Ofen. Okay, dann werden wir mal kurz im Zeller hier reingehen. Okay, das sind nur Crafting-Boxen. Vielleicht brauchen wir die irgendwann. Das soll sich der Fernseher und die Couch darstellen. Sehr schön gemacht. Das gibt schon mal einen Pluspunkt. Wieso habe ich denn jetzt hier ein Bild gefunden? Das gehört doch bestimmt da oben ran. Oder so. Keine Ahnung. So, dann gucken wir mal. Können wir hier vom. Ist noch ein schönes Zimmer, okay. Können wir hier vom Balkon springen? Nein, können wir nicht. Das ist ziemlich gut mitgedacht. Was habe ich eigentlich für Einstellungen hier? Genau, die Regeln sind, ich darf nicht auf Peaceful spielen. Easy, normal und hart sind erlaubt. Aber ich nehme mal einfach mal normal. Wie ist Settings Tiny? Ist alles gut hier. Back to Game. Damit es halt nicht so leckt. Ich denke mal, ich muss hier hoch. Auf den Dachboden sollte das wahrscheinlich darstellen. Aber ich kann hier nichts. Aber warte, das wäre doch schon fast gewesen jetzt hier. Okay, Moment. Ich komme nicht hoch. Ich weiß nicht, darf ich denn. Ich denke einfach mal, ich darf ihn abbauen. Solange ich ihn danach wieder hier hinsetze. So. Also schreibt mir einfach jetzt Kommentar, Blindrida, wenn das nicht so erlaubt ist. Dann werde ich das sowas nicht mehr machen. Ein Stick, den müssen wir wahrscheinlich brauchen. Eine Rüstung, das ist auch gut. Als rein hier packen. Schwerter sind wahrscheinlich einfach nur als Ersatz zwei da. Ich denke nicht, dass man sich hier plötzlich zwei ausrüsten kann. Hier ist gar nichts drin. Hier ist auch gar nichts drin. Ist natürlich sehr sinnvoll. Oh, Pilze. Ich weiß nicht, ob wir so was überhaupt brauchen hier. Was ist denn noch in der Kiste drin? Oh, viele Cookies. Wenn ich wüsste, wie viele Herzen die Sachen heilen, dann wüsste ich, was ich jetzt eher mitnehme. Ich nehme wahrscheinlich erstmal. Fisch. Gekochter Fisch. Und Fische sind heilen, glaube ich, drei Herze oder so. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube es zu wissen. Na, wobei, ich muss erstmal hier. So. Na komm. Wird das schön geordnet ist. So. Da werde ich ganz kurz. Ihr Helm, Hose. Dings. Das hier. So. Dann sind wir schön gerüstet. Und ich würde sagen, ist hier noch mehr? Wenn nicht, dann. Okay, hier in der Säule vielleicht was? Nee, hier ist gar nichts. Wir dürfen ja leider nichts abbauen hier. Wir dürfen die Leiter also nicht mitnehmen für den Notfall oder so. Dann könnte man hier abbauen und wäre es natürlich ganz leicht. Ah, hier war eine Crafting-Box, genau. Dann können wir uns mit Cobblestone und einem Sticky hier einen Schalter bauen. Mit dem dürften wir rein theoretisch das dann. Na komm, aufmachen, wenn wir den hier hinhängen. Nee, Quatsch. Ja, wie machen das? Ich muss doch das hier wegmachen, oder nicht? So. Also ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Puh, keine Ahnung. Acht auf die gelben Blumen. Ach so, genau. Es stand nämlich auch noch in den Regeln oder Notizen oder so, dass. Ups, dass die gelben Blumen den Weg angeben oder zumindest helfen, den richtigen Pfad zu finden, wie auch immer. Und deswegen werde ich auch den gelben Blumen nur folgen und nicht irgendwie einfach den Weg abgehen. Denn sowas ist ja auch eine schöne Idee, indem man einfach eine große Welt nimmt und dann da halt so gelbe Blumen nimmt oder irgendwas zu markieren. Dass der Spieler weiß, wo er hin muss. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei jedem, der mir ein Level, eine Welt macht. Einschickt und so, ihr könnt es ja auch euren Freunden sagen, dass die auch Maps machen oder so und mir schicken, oder falls sie Maps haben, dass sie mir das dann zum Spielen geben können.
Oh, und hier liegen zwei Federn. Das ist doch schon mal ziemlich praktisch, um ehrlich zu sein. Werde ich natürlich mitnehmen, auch wenn Federn eigentlich nicht so viel zu gebrauchen sind. Okay, komme ich nicht runter. Ich darf ja nichts abbauen. Dann gehe ich einfach mal so. Okay, die Frage ist jetzt, wie lang der Weg jetzt hier lang führt. Ah, und das ist ein See. Ah, da hinten ist dann sogar Blumen. Dann gehe ich da einfach mal hin. Da, 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 da. Okay, weiter. Einfach dieses Wasser. Also, es ist natürlich auch nicht schlimm, wenn eure Level irgendwie mehrere Parts brauchen, aber es sollten schon unter 5 Parts sein oder maximal 5, dass man dafür 5 Parts braucht für euer Level. Ich meine, sowas wie L gemacht hat mit so einer Weltkarte ist natürlich. Okay, wahrscheinlich schräg ins Wasser. So. Ist natürlich schön und gut. Es ist natürlich auch schön, ein Dungeon zu bauen, also Dungeon mit Hebeln und so, wie er mit der Tür am Anfang gemacht hat, also dass man Hebel betätigen muss, damit man weiterkommt und immer so weiter. Upsala, nicht in die falsche Richtung gucken. Da oben fliegt ein Baum oder so. Ah ne, okay, die Welt regeneriert sich einfach noch nicht so schnell. Das ist. Aber was ich vornherein sagen möchte, ich bin kein perfekter Minecraft-Gamer, was man vielleicht jetzt schon gemerkt hat. Wo lang hast du hier? Ich spiele Minecraft einfach so als Freude und nicht jeden Tag 10 Stunden wie irgendwelche anderen Leute. Ich möchte da jetzt keine Beispiele geben. Auch wenn ihr wahrscheinlich schon wisst, wen ich meine. Ja, gut. Und hier für die Blumen. Heißt es jetzt denn? Ist es Besonderes oder? Da gucke ich erstmal nach. Hier ist nur eine Fackel. Okay, das scheint nichts zu sein. Schön mit dem Lehm hier, das mit so, na, mit diesen Steinen halt, weil das ist irgendwie mal was Neues. Gehen wir erstmal die Treppe hoch. Was ist denn das? James Bond oder so? Ich weiß es nicht. Die Frage ist nur, warum gehen wir in fremde Häuser einfach so rein? Bücherregale, da kann ich ja nichts mitmachen, da ist ja nichts. So, schön. Wegen Anstand und so die Tür zu machen, ne? Kennen wir ja alle von zu Hause. Ja, lass da auch nicht die Tür nochmal offen, vielleicht schon. Nur 2. Ist, denke ich, nicht so wichtig, da wir wissen, der Schalter muss umgelegt werden. Also er hätte auch mal in die Kisten ein paar Sachen reinbauen können, so wie zum Beispiel. Wo ist das denn jetzt? Wie auch immer. Ich hoffe, die Tür ist einfach da unten. Wenn nicht, dann lese ich mir halt Note 2 durch. Und wenn schon, dann ist hier eine Couch aus Stein. Das ist natürlich auch sehr bequem. Sowas steht bei mir am Haus auch rum. 3 Stück, um genau zu sein. Oh, das ist eine schöne Workbench. Bin ich ganz ehrlich. Okay, das war die Tür, die wir eben aufgemacht haben. Hier sind Bänke. Ah, und 2 Minenwagen. Das ist auch schön. Ich sehe sogar gerade, dass wir eine Karte haben. Wo sind wir denn? Wie auch immer. Okay, warte. Müssen wir hier reinsetzen und dann. Dann geht's los. Hä? What the fuck? Okay, Moment. Ich stecke nochmal kurz aus. Wie funktioniert das nicht so ganz? Ich werde das nur ein bisschen anschieben und reinsetzen. Verdammt. Verdammt. Autsch, was war das denn jetzt? Nein, nicht wegfahren! Nein! Oh Mann! Okay, da muss ich jetzt hinterherlaufen. Da. Das tut mir jetzt leid. Verdammt. Okay, das war jetzt doof. Weil wie, mit einer Mine bin ich nämlich noch nie gefahren. Da bin ich ganz ehrlich. Das habe ich noch nie gemacht. Macht sicher Spaß, aber das geht jetzt irgendwie nicht, weil ich weiß nicht, wie man da gescheit einsteckt in so ein. Upsala, es leckt ein bisschen. Wie ich in so einen Minenwagen gescheit einsteige und deswegen ist das Fail. Deswegen war das gerade Fail. Eisen können wir leider nicht abbauen, würde uns auch gar nichts bringen, wahrscheinlich. Und ich hoffe, ich finde den Wagen jetzt hier nochmal irgendwann. Ach, scheiße, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Oh. Und rein. Ah, endlich funktioniert's. Okay. Geil. Okay. Ja.
Was sagt man dazu? Ist doch mal was Schönes. Ist zwar ein bisschen gerade jetzt nur ein bisschen langweilig, aber ist. Whoa, what the fuck? Oh. Fucking shit, was soll denn das? Ja, den nehme ich mal mit, lieber. Ich wusste schwer, dass nicht, dass jetzt hier ein Creeper gleich reinspringt. Das wäre weniger vorteilhaft. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Da steht doch irgendwas. Es wird jetzt hier ein bisschen zu dunkel für meine Note 4. Okay, da werde ich mal Note 4 angucken gerade. Note 4 haben wir hier. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt überhaupt sehen. Wenn nicht, dann lese ich Note 4 einfach nur vor. Na komm, öffne dich. Ja, das ist jetzt hier ein ganzes Open Office Dokument. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Wow, was ist denn hier? Wo sind meine Eltern? Die sind nicht hier. Nimm noch, liegen auch nicht ihre Leichen. Das ist ein gutes Zeichen. Also leben sie auch noch. Der Ausgang muss ja irgendwo sein. Sie, hör, seid mir ein bisschen nach Jump-Rätsel aus. Oldschool, ehrlich. Oldschool ist doch schön und deswegen werden wir das jetzt auch machen, dieses hier Oldschool-Rätsel. Oh, scheiße, es wird immer ein bisschen zu dunkel hier gerade. Scheiße, ich denke, ich muss jetzt erstmal einen Weg finden, wo ich überhaupt hoch kann. Ist ein bisschen blöd jetzt, Moment. Hier vielleicht? Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Shit. Wo muss ich lang? Scheiße, wo ist denn der Weg? Hier sehe ich irgendwie nichts. Also entweder ich bin einfach nur blind oder blöd. Ja, okay, das liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass es hier so dunkel ist, dass ich hier nichts erkennen kann. Ist etwas unpassend. Hier hoch oder so? Nee, wo muss ich denn? Moment, ich muss mich jetzt erstmal hier ein bisschen. Ich muss mein Laptop ein bisschen heller machen hier. So, jetzt kann ich was sehen. Ich sehe den Weg trotzdem nicht als einen offensichtlichen. Das kommt man da oben lang, aber wie komme ich da hoch? Ja, scheiße, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt. Okay. Wie ich jetzt hier weiter muss. Da sieht's aus, als kommen da rein, aber ich glaube, da bin ich runtergefallen. Mann, wieso kann ich den Weg jetzt nicht einfach mal sehen oder so? Das wäre doch viel besser. Ja, pf, keine Ahnung, wo geht es denn hier lang, bitte? Ich hab's gefunden. Ich bin so blind, ich bin so blind. La 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 la. Okay, und das war dumm. Beziehungsweise einfach nur ohne Minecraft-Skill. Ich bin in Minecraft wirklich nicht gut, aber ich bin auch kein Boon, der gar nichts kann. Ich hoffe, es leckt jetzt nicht. Wow. Geh darüber. Zack, 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 zack. Da sind gelbe Blumen, das ist gut. Den gelben Blumen folgen. Sorry, dass ich da drin jetzt so lange gebraucht habe in dieser Grube, aber bis ich da erstmal gefunden habe, wo ich überhaupt hoch kann, hat das ein Weilchen in Anspruch genommen. Und so einem Troll wie mir, der ein Skelett hört, vor das er schnell wegrennt. Stimmt, es ist ja nachts, es können ja überall Monster rumlaufen, das ist ein bisschen kacke. Egal, das sieht doch so aus wie ein Haus. Note 5. Dann werde ich mal kurz gucken, was Note 5 uns denn so sagt. Oh, wir sind schon bei der Hälfte der Notes angekommen. Das heißt, das könnte die Hälfte der Map sein. Warum steht hier ein Unterschlupf? Waren das meine Eltern? Wo sind sie bloß? Ah. Da ist was im Dreck, Erde oder was das auch immer sein mag. Müffelt auf jeden Fall sehr stark. Also, was ist das denn? Es ist jeden Tag, aber wenn.
Nee, da aber nur eine bestimmte Zeit. Wo endet es? Okay. Was soll mir das sagen? Sieht aus wie ein Fußabdruck von einem Vogel oder wie das bei denen heißt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe keine Ahnung, was du gerade von mir willst, Junge, aber eins weiß ich, ich kann ja nicht schlafen, denn wenn ich hier. Oder? Nee, fail. Ich kann ja nicht schlafen. Weil die Betten an der Wand, erstens an der Wand hier stehen und zweitens, weil hinter ihnen die Wand ist. Ich werde von einem Zombie geweckt werden. Oder von einem anderen Vieh. Werden wir gleich sehen. Ja, ich hab's gewusst. Ich werde von irgendwas geweckt. Das hast du, irgendwie falsch platziert. Ich kann ja nicht schlafen. Es geht nicht. Das ist ein bisschen ungünstig jetzt hier. Die Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Da war irgend so ein komisches Rätsel gezeigt. Mit vier Richtungen, aber ich weiß nicht, welche Richtung ich gehen muss. Ich werde einfach mal hier gerade lang gehen. Sieht, wie keinen Sinn ergibt. Aber. Das ist ein Creeper, den werden wir jetzt mal Hallo sagen. Na? Oh fuck! Autsch. Könnten wir jetzt ein bisschen Sand ab. Dings, wir haben ja nichts abgebaut. Oh, da ist schon wieder einer. Na, du Versauter, was geht? Ich glaube, ich werde jetzt mal zurück zum Haus gehen und dann beende ich diesen Teil. Ups, da greift mich jetzt nichts von den Seiten an. Das wäre ein bisschen ungünstig und doof. Und hässlich, aber. So, okay. Also, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ich wäre dem Dreher sehr dankbar, wenn er mir das ins Kommentar schreiben würde, denn ich habe selbst keine Ahnung. Ich habe nur so viel Ahnung, dass ich weiß, dass der Part jetzt hier vorbei ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen.